Leute, YouTube. Diesmal geht es um den Unterschied zwischen Gutmenschen und guten Menschen. Also, ich sag erstmal, welche Menschen ich als Gutmenschen definiere. Also die erste Gruppe von Gutmenschen, finde ich, das sind die Leute, die sich mit ihren Amana- und Partyanzügen hinstellen und dann den Leuten irgendwie erklären wollen, wie man das Leben besser leben kann. Also wie das Leben den Menschen besser werden soll. Ja? Die zweite Gruppe von Menschen, von den Gutmenschen, sind diejenigen, die immer alles ins Negative ziehen. Die dann solche Sätze absondern wie, ja, dir geht es ja nicht schlecht, anderen geht es schlechter. Ja? Und die dritte Art von Gutmenschen sind diejenigen, die nur Gutes tun, um sozusagen sich zu profilieren, um sich durch ihre guten Taten über andere zu stellen. Ja, die ihre guten Taten sozusagen auf ihr T-Shirt schreiben. Ja, und genau das macht ein guter Mensch nämlich nicht. Ein guter Mensch macht gute Taten aus freien Stücken und nicht, um sich über andere zu erheben. Ja, und ein guter Mensch übt Selbstkritik und lässt auch anderen ihren Freiraum und ihre Luft zum Atmen und diskutiert und stellt sich nicht hin, ich bin der Gutmensch. Und das Schlimmste ist, wenn zwei Gutmenschen unterschiedlicher Meinung sind und die reden miteinander, dann beschimpft der eine Gutmensch den anderen Gutmenschen als Gutmenschen. Ja? Also, das finde ich, das ist der Unterschied zwischen den guten Menschen und den Gutmenschen. Gute Menschen machen es einfach so und Gutmenschen wollen immer, sind Darsteller. Ja? Die wollen was darstellen, sind sozusagen stolze Gockel. Also das trifft auch sowohl für Männlein als auch für Weiblein zu. Ja? Für beide Geschlechter trifft das zu. Ich mache jetzt hier keinen Geschlechterunterschied, ja? Wenn ich von dir jetzt von Gockeln rede. Diese Gruppe von Menschen, diese Gutmenschen, wollen sich eben profilieren. Tun nur was Gutes, um gut dazustehen. Ja? Oder erzählen eben irgendwas. Also im Prinzip sind Gutmenschen für mich immer noch die klassischen Moralapostel. Oder wie sie Jesus genannt hat, die selbstgerechten Frommen, die nicht verzeihen können. Gut, das war's auch schon wieder von mir. Dann wünsche ich euch allen einen schönen Tag noch.